ist noch ein bisschen müde, aber mit unserer heutigen Überraschung hinter Türchen Nummer 8 kriegen wir auch ihn wach. Was denn, was denn, was willst du denn von mir? Ich möchte doch noch was schlafen. Nee, Seppo, geschlafen wird nicht. Die letzten Tage haben wir gemalt, wir haben schon gemeinsam gebastelt. Wir haben die Kekshäuschen gemacht, ne, am Nikolaustag und viele andere tolle Sachen umgesetzt. Heute wird so ein bisschen sportlich-musikalisch, möchte ich sagen. Der erste Tipp, den geben wir für die was älteren Schülerinnen und Schüler. Und danach kommt der Tipp für die jüngeren und Kindergartenkinder, die haben wir natürlich nicht vergessen. Der erste Tipp ist nämlich, singt ein Weihnachtslied und versucht dabei, so viele Kniebeugen wie möglich zu machen. Bist du verrückt? Kniebeugen. Na, wer keine Kniebeugen machen möchte, der kann auch Liegestütz machen. Tja, Seppo, es gibt Menschen, die können das. Liegestütz, habt ihr das gehört? Liegestütz, ich flieg gleich weg. Seppo, so ein bisschen Bewegung tut uns allen gut. Gell, Ella? Na, das sind aber keine Sportskanonen, die ich hier habe. Was machen wir denn mit den beiden? Ich habe eine Idee. Ella mag Musik und die hat ein tolles Weihnachtswichtellied. Und der Seppo und ich, wir tanzen was dazu für euch. Ihr könnt euch das Lied dann gleich mit anhören. Vielleicht habt ihr auch Lust mitzutanzen. Und es macht einfach riesig Spaß. Ja, es ist eher was für die jüngeren Kinder, ja, und trotzdem. Also, unser Weihnachtswichtellied, jetzt gleich mit Tanz im Anschluss. Und wir sagen bis dahin und morgen zum nächsten Türchen. Tschüss! So, jetzt geht's los, come on! Mal ganz langsam und werden immer schneller. Sie stellen sich auf die Zehenspitzen, Kinder, wie die dabei schwitzen, und dann klatschen sie so laut wie noch klatschen. Wisst ihr, was die Wichte machen? Ach, die machen tolle Sachen, wenn es draußen stürmt und schneit in der Winterweihnachtszeit. Kannst auch du, sie hüpfen auf der Stelle wie bunte Gummibälle. Und dann ganz zum Schluss geben sie dir einen Kuss. Hey. Wisst ihr, was die Wichte machen? Ach, die machen tolle Sachen, wenn es draußen stürmt und schneit in der Winterweihnachtszeit. Bis zum Rand, sie winken ihren Nachbarn zu und schütteln sich die Hand. Sie drehen sich wie ein Mühlenrad einmal im Kreis herum, da klopft nicht unrecht an die Tür. Bum, bum, bum. Wisst ihr, was die Wichte machen? Ach, die machen tolle Sachen, wenn es draußen stürmt und schneit in der Winterweihnachtszeit. Weihnachtszeit, da schlafen sie sich aus und hüpfen erst zum Osterfest.
erst aus ihren Betten raus. Yeah.